herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und heute mache ich ein Wochenorakel für euch. Und zwar zählt dieses Wochenorakel von heute bis zum nächsten Samstag 0 Uhr. Und ich bin extrem aufgeregt, weil ich das jetzt das allererste Mal mache und bin wahnsinnig gespannt darauf, wie euch das gefallen wird. Ich habe hier schon mal vorab die Karten auf die verschiedenen Themen gelegt, die für dieses Wochenorakel für uns ausschlaggebend sein sollen. Das habe ich natürlich schon vorweggezogen, weil ich brauche für meine Energie die gesamte Konzentration, muss mich mitten, um dann dementsprechend eben halt meine ganze spirituelle Kraft sozusagen zu entwickeln. Und damit ich auch Unterstützung habe von den himmlischen Helfern, habe ich natürlich selbstverständlich hier dazu geholt, einmal die Energie der Lüfte, die Energie des Feuers, die Energie der Erde und die Energie des Wassers. Hier habe ich auch Salz mit drin, um negative Energien zu kanalisieren, zu bündeln. Und es soll auch zusätzlich für euch so ein kleines spirituelles Ritual sein, damit ihr eben halt schafft, über dieses Wochenorakel hier in eine sehr gute Energie hineinzukommen. Deswegen habe ich um außen drumherum, das sieht man hier jetzt nicht ganz, auch einen energetischen Kreis aufgebaut mit Heilsteinen, die mir sehr am Herzen liegen und die ich schon seit Jahren sammle und meine Energiekraftgeber und Bündler sozusagen sind. Das heißt, ich habe vorweg schon die Frage an die Karten gestellt, habe dementsprechend auch schon Karten gezogen und damit ich hier eben halt für euch jetzt in die Ausdeutung hineingehen kann. Und ich bin so aufgeregt und ich bin so gespannt und ich bin so neugierig, was uns diese Karten sagen werden. Das Wochenorakel läuft auch unter einem astrologischen Aspekt. Ihr werdet es ja schon mitbekommen haben. Ich bin ein ganz großer Liebhaber der Astrologie und auch ein ganz großer Liebhaber der Karten. Deswegen finde ich das sehr schön, das jetzt hier zu bündeln. Und dieses Wochenorakel läuft unter dem Aspekt, dass der Mars in Konjunktur zum Neptun im Fischezeichen sich zurzeit befindet. Der Mars ist vor ein paar Tagen in die Fische hineingewandert und das treibt immer Wahrheiten aus dem Unterbewusstsein hoch. Und der Neptun steht ja zusätzlich auch in den Fischen und der Neptun gehört ja zu den Fischen oder die Fische zu den Neptun. Und diese zwei gehören zusammen und der Neptun im Fischezeichen bedeutet eben halt auch, dass es hier immer um ganz tiefe, unterbewusste Dinge geht und vor allen Dingen immer auch um die Wahrheit. Also ihr da draußen, alle Menschen spüren zurzeit sehr genau, was das Richtige ist. Sie sehen sozusagen, wo sie manipuliert werden. Also du siehst auch sehr gut und alle um dich drum herum sehen sehr gut, wo sind sozusagen die Manipulationen, die im Leben laufen, sei es über den Fernseher, sei es über die Politik oder sei es über deinen Chef oder deine Familie. Also dafür hat man in dieser Zeit ein sehr gutes Gespür, also höre da genau hin. Weil die Menschen nämlich dadurch sehr sensibilisiert werden. Und man findet unter diesen Energien auch immer neue Orientierung für sich. Deswegen ist das auch hier mit den Karten jetzt so schön, denn die können uns sagen, in der Liebe, im Beruf, in der Familie, die Lernaufgabe, das Unausweichliche, das Abwendbare, Entscheidungen, die getroffen werden können, das innere Kind und die Ängste. Das alles wird uns zeigen unter diesem Aspekt des Wochenorakels, nämlich die Wahrheit finden, ins tiefe Unterbewusstsein hineingehen, zu entdecken, wo sind die Manipulationen und eben halt auch die Möglichkeit, sich wirklich neu zu orientieren. Dann ist es auch unter diesen Aspekten, wenn der Neptun im Fisch ist, immer
dass Heilungsprozesse angestoßen werden, vor allen Dingen von chronischen oder langfest sitzenden Krankheiten, und die meine ich nicht nur im körperlichen Bereich, sondern auch im seelisch-geistigen Bereich, hat man auf alle Fälle die Möglichkeit, jetzt in die absolute Heilung hineinzukommen, wenn man sich dieses Thema jetzt sozusagen greift und da auch Ausschau hält, wo finde ich jetzt für mich den Lösungsansatz, den Heilungsweg, denn jetzt gehen dafür die Tore und Türen ganz, ganz weit auf, in den Heilungsprozess hineinzukommen. Ja, und der Mars in den Fischen bedeutet ja auch immer, dass man selber ein bisschen gebremste Durchsetzungsfähigkeit hat, bedeutet, dass man auch weicher und sensibler ist und auch aus der Aggressivität herausgeht. Also der Mars in den Fischen bedeutet auch zusätzlich schwache Antrieb, dass man einen schwachen Antrieb hat, eine schwache Durchsetzung, einen schwachen Antrieb hat, und das macht uns dann in solchen Zeiten auch anfällig für Lethargie oder auch suchtanfällig. Also das ist sozusagen der negative Aspekt dieser Konstellation, wenn der Mars in den Fischen sitzt. Er treibt zwar die Wahrheit hoch und lässt uns Dinge erkennen, aber er sorgt auch dafür, dass wir einen schwachen Antrieb haben und uns dann den Süchten hingeben. Manchmal ist es ja so, wenn wir seelisch etwas zu verstoffwechseln haben, dann futtern wir ganz gerne Schokolade zum Beispiel. So, genug des Vorweggeredes. Jetzt wollen wir uns mal die Karten auf dieses eben gesagte Thema anschauen und ich nehme mir jetzt als erstes mal den Stapel der Liebe. Und zwar kann man hier sehen, nee, ihr seht noch gar nichts, sehe ich gerade. Ich lege jetzt die erste Karte hin. Als erstes habe ich die Lenormand-Karten gezogen, und zwar bei den Lenormand-Karten, da wird jetzt dieses Thema angeschaut unter dem Aspekt, um wen oder was geht es? Und bei dem Thema Liebe habe ich jetzt hier die Fische gezogen. So, und die Fische ist ja eine materielle Karte. Die Lenormand-Karte, die Fische, da geht es ja immer um finanzielle Angelegenheiten, um das Geld. Und wenn dieses Thema Geld in die Liebe jetzt hineinfällt und wir bei dem Hauptthema sozusagen sind, Mars steht in den Fischen und Neptun in Konjunktion auch in den Fischen, habe ich ja eingangs gesagt, dass hier sozusagen die Wahrheit gespürt wird. Das bedeutet bei den Fischen in der Liebe für mich ganz klar, wird hier das Thema angesprochen, zu materiell eingestellt sein in Herzensangelegenheiten, zu sehr auf dieses, was bekomme ich. Das muss jetzt gar nicht in Form von Geld gemeint sein, sondern auch in Form von bekommen sozusagen. Hier steht sozusagen das, was kriege ich, viel mehr in dem Vordergrund als was gebe ich, ne? Und das auf dem Thema Liebe hier heißt eben halt, deine Umgebung oder auch du selber, also dieses Orakel zählt ja für dich, und wenn du dich in dieser Aussage nicht wiederfindest, sozusagen, dass es auf dich bezogen ist, dann ist es bezogen auf denjenigen, den du liebst, deine Familie oder bei dem Thema Liebe ist es ja so, es geht nicht nur um den Partner, sondern es geht auch um die Eltern, um die Geschwister, um die Familie. Alles kann sich ja in dem Thema Liebe sozusagen widerspiegeln, und das bedeutet hier eben halt, da scheint eine Energie zu sein, die sich mehr aufs Bekommen konzentriert als aufs Geben. Und wenn du dich in dieser Aussage nicht wiederfindest, dann schau mal in deinem Umfeld, wer das sozusagen für dich so handhabt oder wo du sozusagen immer mehr geben musst, als du wirklich bekommst. Und die zweite Karte, die ich dazu gezogen habe,
Da habe ich mir die Tarotkarten ausgesucht, weil die Tarotkarten, die sagen jetzt hier auf diesem Platz, was ist sozusagen der förderliche oder der behindernde Impuls, der jetzt zu diesem Thema mit hinzukommt. Und da habe ich die Gerechtigkeit gezogen. Und das bringt ja nochmal so klar wieder zum Ausdruck. Deswegen liebe ich diese Karten. Ich finde das so spannend. Ich bin also wirklich gerade richtig geflasht, wie toll das wieder ineinander übergeht, diese Kombination. Welche Karte kann das jetzt besser darstellen als die Gerechtigkeit, die dann eben halt nämlich auch aussagt, es muss ja auch das rechte Maß eingehalten werden. Es muss doch gerecht zugehen in der Liebe. Es kann doch nicht angehen, dass einer nur nimmt und der andere nur gibt. Das ist eben halt nicht gerecht. Deswegen geht es hier um den förderlichen Impuls, dass man sozusagen in die Gerechtigkeit, in das richtige Maß hineinkommt. Das war ja jetzt auch wieder unter dem Thema, dass der Mars in den Fischen steht, nämlich das sozusagen Unbewusstes hochdrängt, dass wir eine Sensibilität dafür haben, was nicht in Ordnung ist, und können dieses Thema hier jetzt sozusagen angehen und auch bereinigen, denn der Neptun in den Fischen, der bringt ja den Heilungsprozess. Das heißt, in der Liebe können wir jetzt mit unserem Umfeld in die Heilung, in den Reinigungsprozess hineingehen, das alles beleuchten und anschauen, wie passt das hier jetzt so zueinander, oder eine Analyse zu machen, wo läuft es für mich ungerecht, wo bin ich selber ungerecht, wo muss etwas besser ins Maß hineinkommen. Und dann habe ich dazu noch die Engelkarten gezogen. Und die Engelkarten sollen die Botschaft des Himmels an dich jetzt sein, was hier sozusagen die Engel dir mitteilen wollen an Botschaft, eine ganz wichtige Botschaft der Engel. Und das schlägt mich jetzt fast nieder. Da habe ich doch zu dem Thema Liebe auch noch die Engelkarte Liebe gezogen. Der Engel der Liebe wird dir begegnen. Küsse den Frosch und lass dich überraschen. Das ist eine wunderschöne Engelkarte, die eben halt ansagt, wenn du in der Liebe ins gerechte Maß hineinkommst, in den gerechten Ausgleich hineinkommst, wo Geben und Nehmen eine Balance trägt, dann findest du eben halt auch in die wirkliche Liebe hinein. Und dann sagt man ja auch gerne, küss doch einfach mal den Frosch und schau dann sozusagen, was sich daraus entwickelt. Das bedeutet natürlich eben halt auch, wenn irgendwo etwas im Ungleichgewicht ist und du trotzdem mit deiner Liebe ganz da bist, dann schau dir das an, wo kannst du hier in den gerechteren Austausch kommen, und wenn du dann den Frosch küsst, wird daraus eben halt ja die große, große Liebe. Ne? Wie im Märchen eben halt, man küsst etwas und daraus entsteht dann das große, große Märchen. Also hier unter dem Aspekt Mars in den Fischen, der die Wahrheit aus dem Unterbewussten heraus fördert, hoch fördert, nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Gegenüber, bei allen anderen Menschen zurzeit. Das ist ein Aspekt, der für alle zurzeit zählt. Heißt, die Menschen haben viel sensiblere Antennen dafür. Also überlege dir, wo bin ich ungerecht, wo nehme ich immer viel, wo gebe ich wenig. Geh da bitte mehr in das Geben hinein. Wenn du irgendwo anders spürst, hier gebe ich ständig, es kommt nicht zurück, dann hör auf zu geben. Das hilft dem anderen dann auch zu erkennen, huch, da kommt nichts mehr, vielleicht bin ich jetzt gerade an der Reihe. Ich finde, ein wahnsinnig tolles Dreierkombination für das Thema Liebe. Ich bin schon ganz gespannt, was jetzt die Karten uns bei dem Beruf verraten. So, ich glaube, ich muss viel schneller werden, sonst wird dieses Video ellenlang. Also, auf den Beruf habe ich die Lenormand-Karte gezogen, das Herz. Hier geht es ja bei den Lenormand-Karten dann um die Frage, um wen oder was dreht es sich dort. Wenn wir hier das Herz im beruflichen Bereich ziehen, sehr lustig, ne? In der Liebe ziehen wir die materielle Karte, und im Beruf ziehen wir jetzt hier die Herzenskarte. Aber das passt natürlich wahnsinnig toll zu dem Thema Mars im Fisch mit Konjunktion Neptun, auch im Fischezeichen, weil
Das Unterbewusste drängt hoch und wir stellen fest, Mensch, fühle ich mich eigentlich richtig wohl in meinem Job? Hier geht es natürlich um die Gefühlsfrage. Wie wohl fühle ich mich in meinem Job? Ist es der richtige Job für mich? Wir wollen sozusagen uns mit unserem Beruf einfach komplett identifizieren, einfach richtig zu Hause fühlen. Da aufblühen, leidenschaftlich sein, also wirklich wie als wenn man jemand anderes liebt, seinen Job sozusagen lieben, ist das Thema dieser Woche und das drängt jetzt sehr hoch. Viele werden sich mit dem Gedanken beschäftigen, vielleicht auch, weil wir uns aufs Jahresende zubewegen. Was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Wo will ich im nächsten Jahr beruflich hin? Hier liegt auf alle Fälle das Thema, den eigenen Job lieben und sich da wiederfinden. Dazu habe ich dann den förderlichen oder den hinderlichen Impuls gezogen. Das ist ja hier die Tarotkarte Kelche 6. Da geht es ja immer um nostalgisch wehmütige Erinnerungen aus früheren Tagen. Das heißt, überlege dir, wo hast du dich wirklich wohlgefühlt in deinem Job? Wo hast du deinen Job geliebt? Wo bist du total aufgeblüht? Wo warst du ganz eins mit deinem Job? Erinnere dich an diese Tage, erinnere dich an diese Zeiten, weil die wollen dir sozusagen mitteilen, was dann genau das Richtige für dich in diesem Bereich ist. Und dazu habe ich dann die Botschaft der Engel gezogen, die Karte Manifestation. Dieser Engel beschert dir eine ungeahnte Fülle neuer Möglichkeiten. Das heißt hier eben halt, lass es zu, dass das, was von unten heraus sozusagen aus der Seele rausdrückt, auch wenn es schmerzhaft ist. Es geht ja auch darum, dass aus dem Unterbewusstsein ja nicht nur Gutes hervorgeht, sondern auch irgendwelche negativen Gedanken, negativen Gefühle, die uns sagen, ich fühle mich im Job nicht wohl, ich fühle mich im Job nicht geliebt, ich fühle mich von meinen Kollegen nicht geliebt, ich fühle mich von meinem Chef nicht geliebt, ich liebe meinen Job nicht. Das ist ja das Thema dieser Woche. Nimm dich diesem Thema an. Schau hier über die Tarotkarte Kelche 6, was in der Vergangenheit hat dir Spaß gemacht im beruflichen Bereich. Wo hast du dich geliebt gefühlt von den Kollegen? Wo hast du dich geliebt gefühlt vom Chef? Wo warst du ganz in deinem Job mit deiner Eigenliebe auch drin? Weil das wird dir nämlich helfen zu erkennen, hier die Botschaften der Engel, die dir eben halt sagen, da sind ungeahnte Möglichkeiten, eine Riesenfülle wartet da auf dich. Fang an drüber nachzudenken, bleib nicht in deinem Elend sitzen, beschäftige dich damit, weil hier gibt es so viele Dinge für dich zu entdecken. Du bist nur einfach noch zurzeit viel zu blind dafür. Also lass alles hoch, was im Unterbewusstsein, ist, was jetzt hochdrängen möchte. Gebe dich ganz diesen Impuls hin. So, dann sind wir hier in dem Thema jetzt der Familie mit der Tarotkarte die Sonne. Wenn ich hier das Thema Familie stehen habe, dann geht es natürlich um unsere Ursprungsfamilie, also von den Eltern, wo wir herkommen, unsere Geschwister, natürlich auch die Familie, die wir vielleicht mittlerweile selber haben, dann eben halt auch in Bezug auf unseren Partner, mit dem wir Familie sind, oder auch die eigenen Kinder berühren dieses Thema Familie. Was hier natürlich mit der Sonne ganz klar angezeigt wird, es ist ja bei den Lenormand-Karten die Frage, um wen oder um was dreht es sich bei dieser Frage. Hier geht es eben halt um das Glücklichsein, um aus der Familie die Energie ziehen, über die Familie gestärkt sein, sich durch eine gute Familie eben halt auch im eigenen Leben sehr erfolgreich sein können. Wenn du mit dir und deiner Familie im Reinen bist, dann hast du wahnsinnig viel Energien, die du für andere Dinge aufwenden kannst, um woanders eben halt auch sehr erfolgreich zu sein. Selbstvertrauen zu haben ist natürlich auch eine ganz klare Symbolik dieser Karte. Es geht hier um das Selbstbewusstsein, um das Selbstvertrauen und das schenkt dir eben halt eine intakte Familie, eine Familie, in der man sich wohlfühlt, in der man sich geborgen fühlt, in der man sich aufgehoben fühlt. Das ist das Thema, was jetzt nach oben drängt. Das heißt, alle können sich angesprochen fühlen, die sich in ihrer Familie eben halt nicht so wohl fühlen, die das Gefühl haben, hier stimmt was noch nicht, hier sind die Energien irgendwie nicht
zu 100% da. Das ist doch irgendwie alles so lauwarmer Mist oder so in diese Richtung. Hier geht es darum, in der Familie, über die Familie, mit der Familie 100% Energie zu generieren und ja, eine gute Stimmung zu haben, sich gut zu verstehen und daraus Kraft und Energie zu schöpfen. Natürlich gehören kleine Streitereien zu einer guten Familie trotzdem mit dazu. Also es geht hier nicht um das kleine tägliche, man zickt sich mal kurz an und hat sich wieder lieb, sondern hier geht es um die Kernaussage, Kraft und Energie aus der Familie ziehen. Und das geht natürlich nur, wenn die Familie eben halt intakt ist. Wenn sie das nicht ist, dann hast du jetzt super gute Chancen, das auch aus dem Unterbewusstsein hochtreiben zu lassen. Das ist ja bei deiner Familie auch so. Die laufen ja auch unter dem Aspekt hier mit dem Mars in den Fischen und Konjunktion Neptun auch in den Fischen, dass auch bei denen ja Dinge von unten hochkommen aus dem Unterbewusstsein, die sich selber damit auch beschäftigen, natürlich auch verzeihlicher und versöhnlicher sind. Und es passt ja auch so toll zu der Adventsstimmung, auf der wir jetzt zugehen, sich wirklich mit der Familie wieder zu versöhnen, ins Reine zu kommen und dann daraus eben halt auch seine Energie ziehen zu können. Und der förderliche oder hinderliche Impuls, den ich dazu gezogen habe, ist hier Stäbe 10. Und Stäbe 10 zeigt ja immer, wie schwer uns eine Aufgabe fällt. Das heißt, ihr da draußen, die jetzt gerade zuhören und denken, boah, meine Familie, das ist wirklich, nee, es geht gar nicht. Ich habe die schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ich will nichts mehr von denen hören. Ich will nichts mehr von denen wissen. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich kann das jetzt irgendwie nicht machen. Das ist der Impuls, der dich daran hindert. Tu es nicht. Geh in die Bereinigung hinein. Sehe einfach zu, dass du diese Energien, die ja jetzt gerade wirklich so toll strömen über den Mars in den Fischen und den Neptun in den Fischen, dass man da auch wirklich in den Heilungsprozess hineinkommen kann. Und vor allen Dingen geht es hier um chronische Krankheiten und ewig lang anhaltende Impulse, die im Leben schon da gewesen sind, die jetzt in die Auflösung hineingehen können. Nutze diese Zeitphase, beschäftige dich mit diesem Thema, gehe in die Auflösung hinein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und die Karte der Engel, die Botschaft des Engels aus dem Himmel, schau mal hier, das ist eine sehr, sehr traurige Karte, wahnsinnig traurig, guck diese Frau hier, Isolation heißt die Karte, Isolation kann vor Schmerzen und Verletzungen schützen, ja, das ist der Grund, wir isolieren uns, wir schließen uns im Schrank ein, wir lassen nichts mehr an uns ran, weil wir Angst davor haben, dass wir verletzt werden, deswegen schotten wir uns sozusagen ab, aber genau das macht dich ganz krank und ganz kalt und ganz einsam. Du bist dann irgendwo im dunklen, feuchten Kämmerchen hängst da fest und kommst nicht in die Sonne, kommst nicht in das Licht, denn das ist doch das Thema. Du sollst hier ins Licht kommen, du sollst hier in die Sonne kommen, du sollst auf die Sonnenseite wechseln im Familienbereich. Lass dich von diesem Impuls, der so schwer und so erdrückend ist, nicht davon abhalten, auch wenn es schwierig ist. Geh die Sache einfach an, weil wenn du es nicht tust, sagen die Engel hier, dann droht dir eben halt einfach, dass es für dich kalt und einsam ist. Denn keine Liebe, keine Interaktion mit der Familie, das lässt uns eben halt auch wirklich erkalten, zum harten Menschen werden. Und das ist die Botschaft der Engel. Ich bin sowas von geflasht. Ich finde das so irre spannend, was mir die Karten hier heute alles wieder verraten. Ich finde das so großartig. Ich hoffe, euch geht das auch so. Schreibt mir unten Kommentare bitte rein, wie es euch geht, während ihr dieses Video seht. So, die nächste Karte, die ich gezogen habe, ist hier die Lernaufgabe. Was haben wir denn da gezogen? Da sind die Mäuse drin, die Mäuse in der Lernaufgabe. Die Lenormand-Karten sagen uns ja hier, um was oder wen dreht es sich hier. Und bei den Mäusen in der Lernaufgabe heißt das natürlich, unsere Lernaufgabe ist
zu begreifen, Schwund gibt es überall. Wir müssen lernen, auch loslassen zu können. Wir müssen lernen, dass es auch Ungerechtigkeiten im Leben gibt, die wir einfach zu ertragen oder zu erdulden haben. Das gehört zum Leben dazu. Ungerechtigkeiten gibt es eben halt und manchmal treffen sie uns. Und die Mäuse sind ja die kleinen Diebe, die klauen dann immer irgendwas aus dem Leben, was es auch immer sozusagen sein wird, was zur Zeit und diese Woche, das ist ja die Lernaufgabe dieser Woche, dass man akzeptiert und versteht, es gibt Verluste, das passiert, man muss das aushalten, das gehört zum Leben dazu. Also, wenn die Mäuse diese Woche sozusagen vorbeikommen und die irgendwas stibitzen, irgendwas klauen, irgendwas kaputt machen, irgendetwas anfressen und dir auch dann noch ein bisschen Krankheit oder Schnupfen hinterlassen, denn die Mäuse sind ja auch immer ein Zeichen für kleine Erkältungen, kleine Krankheiten und so, dann ist das deine Lernaufgabe, das einfach in dieser Woche anzunehmen, damit nicht zu hadern, dann nicht in die Gegenwehr zu gehen, sondern es einfach passieren und geschehen zu lassen. Und der förderliche Impuls von den Tarotkarten, und deswegen liebe ich die Karten so, die sind einfach so toll. Es ist einfach unglaublich, welche Energien hier heute fließen. Ich glaube, das liegt auch an meiner Energie. Ihr hört, ich sprudel über. Gezogen habe ich hier die Stäbe 5, also besser geht's doch gar nicht. Ja? Wenn unsere Lernaufgabe ist, dass wir die Verluste akzeptieren müssen, wie fällt es uns dann am allerleichtesten, indem wir es wie die Tarotkarte Stäbe 5 nehmen, denn die sagt, nimm diese Aufgabe spielerisch an. Versuche vielleicht, die sagt, der spielerische Wettkampf, indem man eben halt ganz leicht und locker hineingehen soll und im schlimmsten Fall auch als Verlierer einfach wieder herausgeht. Und das soll man auch einfach nicht so ernst nehmen. Hier geht es um das Spielerische, um die spielerische Herausforderung, sich zu messen, im Wettstreit mit den anderen sozusagen zu gucken, na, wie funktioniert das? Kann ich hier vielleicht als Sieger rausgehen? Und wenn nicht, so what? Ist auch nicht so schlimm. Ich gönne dir das, dass du der Gewinner bist. Ich gönne dir das, dass dir das jetzt gehört oder dass du das jetzt genommen hast, obwohl ich da auch ein Auge drauf geworfen hatte. Das ist alles nicht so schlimm. Unsere Lernaufgabe. Und dann ganz toll wieder die Botschaft der Engelkarten dazu, die Karte, die Heilung. Dieser Engel verspricht dir Heilung für dich selbst und auch durch dich hindurch. Das heißt, du bist ein wahnsinnig toller Lehrer auch in dieser Woche für andere Leute, indem du einfach ganz locker diese Woche durchgehst, indem du einfach Dinge auch passieren lässt, dass du dann nicht wütend wirst oder aufgebracht oder weinst oder verzweifelt bist. Nimm die Dinge einfach an, das ist die Lernaufgabe, auch wenn es Dinge sind, die dir nicht so gut gefallen. Lass es einfach passieren, nimm es als spielerische Herausforderung, weil das bringt dich und dein ganzes Konstrukt sozusagen in die Heilung hinein und trage das auch als guter Lehrer allen anderen entgegen, die dir in dieser Woche begegnen. Na, die Karte finde ich jetzt ja aber auch wieder super, super, super spannend. Ich habe sie eben gerade aufgedreht und denke so, hey, der Brief als etwas Unausweichliches. Also irgendwie scheint diese Woche auf uns eine Botschaft, eine Nachricht, etwas zuzukommen, was unausweichlich ist, den wir uns sozusagen widmen müssen und ja, den wir nicht entkommen werden. Da fragt man sich ja natürlich, ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes? Ich bin gespannt, was diese Woche auf mich zukommt. Ich bin gespannt, was diese Woche auf euch zukommt. Ihr könnt mir dann ja gerne berichten, was auf euch zugekommen ist. So, der förderliche oder hinderliche Impuls, der jetzt dazu kommt, ist die Tarotkarte Stäbe 8. Und auch die Stäbe 8 ist ja immer die Aussage, hier ist etwas im Anflug, das ist schon unterwegs und das trifft jetzt demnächst bei dir ein. Das ist also sozusagen eine Verstärkung der ersten Aussage, dass hier eine Botschaft, eine Nachricht an uns unterwegs ist. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was uns die Botschaft der Engel sozusagen vielleicht noch verraten kann, worum es denn bei dieser unausweichlichen Botschaft gehen könnte. Und da habe ich hier die Engelkarte Integration gezogen.
ein Teufelchen und ein Engelchen. Vereinige deine Gegensätze, bringe Tag und Nacht deiner Seele in den Einklang. Aha, das heißt also, es kommt eine Botschaft, eine Nachricht auf uns zu, wo sozusagen das Teufelchen auf der linken Schulter und das Engelchen auf der rechten Schulter anfangen, sich sozusagen zu zanken und zu streiten. Und diese unterschiedlichen Positionen müssen wir lernen, fließend zu integrieren. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß und bin ganz gespannt, was denn das für mich diese Woche sein wird. So, und die nächste Lenormand-Karte, die ich gezogen habe, auf den Platz abwendbar. Das ist die Karte, das Buch. Hier bin ich ja ehrlich ein bisschen am Rätseln. Was soll mir das denn jetzt sagen? Was ist denn abwendbar? Ich soll diese Woche nicht lesen oder es gibt ein Geheimnis, was abwendbar ist. Ja, das könnte eine Idee sein. Vielleicht gibt es ein Geheimnis, was wir nicht wollen, das an die Öffentlichkeit gerät und wir wollen das sozusagen im Verborgenen halten und deswegen ist das sozusagen abwendbar. Es ist abwendbar, dass Geheimnisse nicht an die Öffentlichkeit geraten. Das könnte ein Aspekt sein. Mehr fällt mir da ehrlich gesagt gerade nicht so ein. Das kann auch mal passieren, dass man eine Karte zieht oder einen Platz hat, wo man im ersten Moment denkt, was sagt mir das jetzt? Ich kann da im Moment nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Und der förderliche oder hinderliche Impuls, der da hinzukommt, das sind hier die Schwerter 6. Und die Schwerter 6 sind ja eine Aufbruchskarte. Das heißt, man bricht auf schweren Herzens. Man wurde nicht vertrieben, sondern man ist freiwillig im Davongehen. Aber es schmerzt eben halt doch sehr und bedrückt uns wahnsinnig. Mit dem Buch zusammen abwendbar. Hier scheint etwas abwendbar zu sein, nämlich, dass wir vielleicht nicht in den Verlust hineingehen müssen oder uns nicht abwenden müssen, denn die Karte Schwerter 6 ist ja an sich schon eine Karte, die auch unter dem Wort abwendbar laufen könnte, denn hier wendet sich ja eine Person weg, steigt ins Boot, sehr traurig, und fährt von dannen, wie gesagt, nicht vertrieben, sondern freiwillig gegangen. Und ich glaube, hier gibt es etwas sehr Verborgenes. Und jetzt kommt mir die Intuition, nämlich wir haben ja das Thema, es drängt von unten aus unserem Unterbewusstsein ganz, ganz tief unten, da drängt etwas hoch. Und das wird ein Thema sein, wo wir uns von abwenden oder eine Person, eine Sache, ein Ding oder ein Thema, was hochdrängen wird, was uns jetzt noch gar nicht bewusst ist, mir nicht bewusst ist, dir nicht bewusst ist, kein bewusst ist, wird aber kommen diese Woche ein Thema von ganz, ganz, ganz tief unten. Das wird nämlich das Buch sagen wollen. Hier ist etwas noch ganz tief versteckt und das kommt aber hoch und das bringt dich in einen Impuls hinein, wo du dich dann wegwenden möchtest, abwenden möchtest, weggehen möchtest. Und dann gucken wir uns die Botschaft der Engel dazu an, wie wir denn damit umgehen können. Und hier ziehe ich die Botschaft der Engel, die Stille. Und die Stille bringt Tiefe, Frieden und Verstehen. Wende dich nach innen und meditiere. Und das ist eine sehr, sehr gute Antwort der Engel auf diese Angelegenheit. Denn wenn das hochkommt und wir den Impuls haben, jetzt gleich zu flüchten, wegzulaufen, uns wegzudrehen, uns mit der Sache nicht zu beschäftigen, oh mein Gott, nein, ich will das jetzt nicht, schwupp, schnell woanders hin, nein, tu das nicht, sagen die Engel dir, gehe in die Meditation, gehe in das Verstehen, dringe ganz tief ein in dieses Thema, schaffe Frieden mit diesem Thema und komme so in den Ausgleich mit dir selber. So, dann haben wir hier die letzte Reihe erreicht und es geht um das Thema Entscheidungen, die diese Woche für uns anstehen. Die Lenormand-Karte sagt uns ja, um wen es geht oder um was es sich dreht sozusagen. Hier scheinen sogar mehrere Entscheidungen zu sein, denn die Eulen an sich ist ja eine Karte, die sagt,
die den Weisheitsaspekt anspricht, also weise Entscheidungen stehen hier an. Dann ist es aber auch etwas, was mit Unruhe und Aufregung verbunden ist, denn die Vögel stehen ja an sich immer für ein bisschen Hektik und ein bisschen Unruhe, flatterhaft, wie sie eben halt einfach sind. Und meine Intuition sagt mir, weil diese Karte mit den zwei Eulen für mich auch immer anzeigt, mehrere Dinge, also nicht nur eins, sondern mehreres. Und ich denke, dass viele Entscheidungen diese Woche für uns anstehen werden, die wir sozusagen zu treffen haben. Das müssen nicht nur unsere Entscheidungen sein, das können auch Entscheidungen sein, die andere fällen, von denen wir aber einfach betroffen sind. Und um zu gucken, was ist denn das jetzt für ein Impuls, der hier reinkommt, hilft uns ja die Tarotkarte wieder weiter. Das ist der König der Schwerter. Hier kann es natürlich tatsächlich um einen sehr kühlen, nüchtern denkenden Mann gehen, der Entscheidungen trifft, von denen wir berührt werden. Ebenso sagt diese Karte ja auch aus, dass der klare, sachliche Verstand vorherrscht vor den Gefühlen, vor der Intuition eben halt auch. Hier wird also wirklich nur Kraft des Verstandes entschieden. Und um noch mehr Aufhellung mit hineinzubringen in dieses Thema, lege ich jetzt auch die Engelkarte hin. Das ist die Bewusstheit. Da finde ich den Namen schon sowas von passend zu dem König der Schwerter. Hier geht es ja rum, lass deine Intuition los, dann wächst die Flamme der Bewusstheit rein und klar. Genau, das Bewusstsein oder Bewusstheit ist ja etwas, was im Kopf stattfindet. Und wenn du dich dem ganz hingibst, diesen Entscheidungen, die da getroffen werden, entweder von dir selber oder auch von außen, musst du nüchtern begegnen, musst du sachlich begegnen, musst deinen gesamten Verstand zusammennehmen und das damit analysieren. Und das wird eben halt dazu führen, dass du hier mit der Intuition in eine ganz große Klarheit und in eine große Reinheit hineinkommen wirst. Also diese Entscheidungen, die diese Woche anstehen, die haben auch weittragende Folgen auf dein weiteres Leben. Also streng dich an, denk darüber nach, schalte dein Gehirnkasten ein und sei sehr kritisch und sehr analytisch und sehr scharf in deiner Urteilskraft. So, dann haben wir hier den schönen Platz, das innere Kind. Was will uns denn unser inneres Kind oder auch die inneren Kinder unseres Gegenübers sozusagen diese Woche mitteilen? Ja, unserem inneren Kind oder auch den inneren Kindern unseres Gegenübers, denen ist es nach Wandel, denen ist es nach Wachstum. Und wie toll passt das wieder zu unserem Thema. Denn der Neptun in den Fischen bringt ja die Neuorientierung. Genauso sind ja auch die Störche, der Umbruch, die Wandlung, die Veränderung. Und das will eben halt auch unser inneres Kind spürt sozusagen die Energien des Himmels, die Energien der Astrologie und das kriegen wir ja in Form der Botschaften der Engel sozusagen hier unten auf die Erde auch mitgeteilt und unser inneres Kind kriegt diese Energien eben halt voll mit und sagt, yeah, endlich passiert was, Wandlung, Veränderung, war langweilig, jetzt möchte ich aber, jetzt muss was Neues passieren, ich bin ganz neugierig, ich bin ganz gespannt, ich bin ganz wild darauf, dass mal neue Dinge passieren, Tapetenwechsel bitte. So, und der Impuls, der dazu kommt, ist die Tarotkarte der Turm. Das heißt, wenn wir diesen Impuls des inneren Kindes und der Neuorientierung, wenn wir die einfach mal zulassen, das bedeutet, dass unsere verkastete Strukturen, dieser Turm, der uns Sicherheit gegeben hat, in den wir uns eingemauert haben, damit auch ja nichts von außen mehr uns irgendwie angreifen kann, der wird kaputt gesprengt dann. Und dann haben wir erstmal ein riesen Trümmerfeld da liegen, über das wir dann sozusagen drüber wegwandern
warten müssen, um überhaupt wieder irgendwo einen Horizont zu sehen. Das ist vielleicht im ersten Moment beängstigend, aber es ist ganz wichtig, dass man diese verkastete Struktur jetzt aufsprengt, dem inneren Kind nachgibt, hinhört, was es da rebelliert und schreit im Inneren und sozusagen an Veränderungswillen und Wünschen von unten ja über das Unterbewusstsein zu uns hochdrängt, dem lieben Neptun sei Dank dafür, dem sollte man auf alle Fälle nachgehen. Und jetzt gucke ich gerade auf die Engelbotschaftenkarte und muss schon wieder so lachen. Es ist so spannend, es ist so toll, wie die Karten mit uns reden, wie sie uns immer die Dinge sagen. Ich liebe diese Karten dafür. Und was ziehen wir hier? Botschaft des Himmels ist das Kind und Spiel. Die Engelkarte möchte mit dir spielen. Schenk deinem Leben Freude und Spaß. Genau so ist es. Was will das innere Kind? Das innere Kind will Spaß, das will Freude, wie die Kinder eben halt sind. Die wollen expandieren, die wollen neue Dinge erleben, die wollen wunderschöne neue Welten entdecken sozusagen. Man ist ja auch noch naiv als Kind, das heißt, alles, was auf einen zukommt, ist ja spannend, ist neu, ist wunderbar, ist it's magic sozusagen. Also lass dein inneres Kind frei, lass es in den Wandel hinein, spiele, sei vergnüglich, gönn dir einfach mal Spaß und Freude, nimm das Leben nicht zu ernst. Das passt ja auch sehr schön mit der Lernaufgabe zusammen hier. Dass man auch etwas loslassen soll. Ne? Das funktioniert natürlich auch am besten, indem man eben halt sich einstellt wie ein Kind, was dann sagt, ja, dann nicht das nächste bitte. Ne? Ja, so, gucken wir uns die Ängste an. Jetzt bin ich gespannt, die letzte. So, was haben wir hier mit den Ängsten? Darum geht es, das ist es, darum geht es. Also der Wolkenkönig, hier der Kreuzkönig, der kann ja auch sehr gut für Ex-Partner stehen. Das kann natürlich, hier kann sich jetzt jeder angesprochen fühlen, der sich sozusagen losgelöst hat, aber noch nicht durch ist, durch die ganze Phase der Lösung sozusagen, wo dann die Ängste noch verhaftet sind am Ex-Partner, dass man jetzt auf einmal alleine steht, dass man jemand Neues finden muss. Mit der Angst, kommt da überhaupt noch mal jemand auf mich zu, wahrscheinlich bleibe ich bis ans Lebensende alleine. Wow, großes Entsetzen, große Trauer. Also das wird natürlich auf alle Fälle ein großes Thema sein. Und natürlich auch alles, was so nebulös ist. Also zum Beispiel Existenzängste. Manchmal sind sie gar nicht wirklich da. Man muss nicht wirklich, also die Existenz ist nicht wirklich bedroht, aber man hat schon Angst davor, dass die Existenz bedroht wird. Also alles, was so nebulöse Ängste sind, die nicht tatsächlich wirklich faktisch schon da sind. Also wenn der Mörder mit dem Messer an meiner Kehle vor mir steht, dann ist das faktisch eine Angst, die ich dann auch haben kann. wenn ich aber sozusagen im Bett liege und es ist nichts los und ich habe jetzt Angst, der kommt jetzt zur Tür rein und macht genau das, dann ist es eine nebulöse Angst. Also hier geht es um nebulöse Ängste und der Impuls, der hinzukommt und förderlich oder nicht förderlich ist, ist der Gehängte. Ich finde, das passt auch wirklich wieder wie Faust aufs Auge, denn was passiert, wenn ich mich solchen nebulösen Ängsten irgendwie hingebe? Außerdem fällt mir gerade ein, weil der Mars ja hier auch in die Fische hineingeht und wir deswegen ja auch so eine schwache Antriebskraft haben und auch sehr lethargisch sind und dadurch auch suchtanfällig sind, passt das natürlich auch zu diesem Thema Ängste sehr gut. Ne? Dieses nebulöse, nicht so richtig wissen, wo genau jetzt vor man Angst hat, aber irgendwie hat man da sowas, ne? Nicht Greifbares, nicht Fassbares, was einen Angst macht. Und was passiert dann? Wie ist dann der Impuls, wenn ich mich diesen Ängsten einfach hingebe? Ich bin dann irgendwie wie der Gehängte. Ich hänge fest, ich komme nicht von der Stelle. Ich bin in der Bewegungslosigkeit und nichts funktioniert mehr. Und jetzt gucke ich gerade auf die Botschaften der Engel und es schlägt mich längst nieder. Ich kann es gar nicht glauben. Die Karten sind einfach unfassbar. Jetzt schaut euch mal, was die sagen. Das wäre ja auch die beste Empfehlung, die ich schon ohne Karten machen würde, wenn mich jemand fragen würde, hey, ich hänge fest, ich weiß auch
nicht, ich habe so viel Ängste, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht in meinem Leben. Oh mein Gott, was soll ich bloß machen? Ich würde sagen, geh raus, lüfte dich aus, geh in die Natur, umarm die Bäume, lass die Natur auf dich wirken. Und genau das empfehle ich halt auch die Engel für diese Woche. Also ihr Lieben, wenn ihr mit Ängsten zu kämpfen habt, die sich eben halt auch auf all diese Themen hier beziehen, wie oben in der Familie, dass man da was aufzuarbeiten hat. Oder hier auch mit der Lernaufgabe etwas zuzulassen, was uns vielleicht nicht gefällt. Da gibt es ja genügend nebulöse Ängste, mit denen wir schon alleine über diese Themen, die ich hier alle mit euch besprochen habe, auch in Berührung kommen. Hey, geht raus, genießt das schöne Leben da draußen, lasst die Natur auf euch wirken, macht einen wunderbaren Spaziergang im Freien, in der Natur vor allen Dingen. Einfach auch mal was, wo wir nicht von dem ganzen Konsum sozusagen zugeballert werden, sondern wirklich mal richtig am Wasser sitzen, aufs Wasser gucken, durch den Wald gehen, das Moos riechen und die Vögel zwitschern hören, falls noch welche da sind. Ein paar werden sicherlich noch da sein. Also geht raus, denn die Botschaft der Engel mit der Karte Natur sagt eben halt, deine Sinne brauchen die elektrisierenden Kräfte der Natur. Geh raus. Meine Lieben, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, eine ganz, ganz tolle Woche und bitte gebt mir Kommentare zurück und sagt mir, was wie bei euch eingetroffen ist und wie ihr diese Legung findet. Wenn es euch gefällt, dann werde ich das öfters machen, versprochen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.